Das, meine Lieben, sind wahre Genüsse. Ja. So die rohe Bratwurst, so eine italienische Salsiccia. Absolut genial. Ich mache so eine gebratene Salsiccia mit Gewürzkartoffeln. Ja, und ein gerösteten Brot dazu. Und da gibt es als allererstes getrocknete Tomaten. So, kennen wir ja. Ne? Die werden in Würfel geschnitten. Und zu diesen getrockneten Tomaten gibt es einen klitzekleinen Hauch Knoblauch. Also, ihr wisst ja, die Blitzrezepte heißt von mir wenig Zutaten, in aber einer perfekten Konstellation. Ja? Wenig Zutaten und idealerweise genialer Geschmack. So, die beiden Komponenten brauchen wir mal. Dann gibt es Jalapenos dazu. Also sind übrigens auch Zutaten, die man also in jedem Supermarkt, schwieriges Wort, bekommt. Die werden auch noch ein bisschen geschnitten. So, und das sind erstmal die Würzzutaten für unsere Gewürzkartoffeln. Jetzt zu der Salsiccia. Idealerweise eine ordentliche Menge Butter. Upsala. Zu der Butter ein Schlückchen gutes Olivenöl, so in Kombination. Und jetzt kommen die Würste in dieser Mischung aus Butter und Olivenöl rein und werden gebraten. Es dauert halt jetzt ein paar Minuten. Ja? Ich würde mal sagen, so 8 Minuten ungefähr. Ungefähr, ja. Da werden die schön krossen, die Schale wird so ein bisschen braun und die Pelle wird so ein bisschen braun. Und zwischenzeitlich kommen die Gewürzkartoffeln. Also auch hier wieder ein Stückchen Butter und lecker Kartoffeln, so kleine Kartoffeln, Drillinge, ja, in Schale gekocht, schön weich gekocht. Die kommen hier mit rein. Also die großen, die müssen wir da immer halbieren. Und jetzt Knoblauch, getrocknete Tomaten, rein damit. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Wir sehen uns in 4 Minuten. So. Schau mal her, jetzt ist irgendwie so ein bisschen angebraten, die Kameraden. Jetzt nehmt ihr normales Graubrot, ja? Ganz normales Graubrot. Und schneidet es in so mittelgroße Würfel. Ja, das kann auch gern so ein Brot vom Vortag sein. Und das Brot, so wie es hier ist, kommt jetzt zu der Wurst. Ein paar Minuten dauert es noch und dann in love, Barbecue, Rub. Das kommt zu den Kartoffeln dazu. Und schwuppdiwupp werden da jetzt richtig geniale, hoppala, Gewürzkartoffeln. Okay. Das Brot ist jetzt knusprig, das zeige ich euch gleich. Und jetzt kommen wir erstmal zur schönen Aufgabe, ja, für diesen erstmal genialen Gewürzkartoffeln. Ach, schön, schön. Und dann kommen die Salsiccia dazu. Nochmal, meine Lieben, wenn ihr keine Salsiccia bekommt, geht auch eine ganz normale rohe Bratwurst. Fertig. Und jetzt, schaut mal hier rein, das Brot, das ist jetzt richtig schön knusprig. Richtig schön knusprig. Und dieses knusprige Brot kommt jetzt hier noch mit dazu. Und wenn ihr mich jetzt so fragen würdet, was ist das Beste, dann kann ich euch das ganz klar sagen. Das absolut Beste ist das Brot. Ja,
oben drauf kommen ein paar so Kleckse Creme Fraiche. Und last but not least, hier mit meiner genialen Reibe, etwas Parmesan. So. Italien, willkommen. Ich sage jetzt mal, Lieblingsgericht. Lieblingsgericht und mit wenig Zutaten. Meine Lieben, mit wenig Zutaten. Hänsels Blitzrezepte. Freunde der Nacht, guten Appetit.